Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Zoom In. Capcom hat gerade eben den dritten Resident Evil 4 Trailer gedroppt und in dem stecken so wahnsinnig viele Informationen, so viele neue Szenen, so viele Fragen, die noch offen waren und die ich mich gefragt habe, wurden beantwortet. Deswegen möchte ich diesen Trailer jetzt sehr gerne mit euch gemeinsam nochmal gucken und auf irgendwelche Details eingehen, die mir aufgefallen sind. Fangen wir am besten gleich an, denn es gibt viel zu besprechen. In der ersten Szene hier sehen wir gleich mal eine neue Szene, die wir so noch nicht kannten. Ein neuer Raum. Leon geht hier einen langen unterirdischen Tempelgang entlang und nähert sich einem Altar, auf dem Ashley liegt. Das könnte im Hintergrund vielleicht ein Thron sein. Vielleicht handelt es sich hier tatsächlich auch um den Thronsaal, den wir im Original kennen, nur sehr stark neu interpretiert. Aber auf jeden Fall ein neues Setting, das wir so noch nicht kannten. Dann sehen wir eine Szene von zwei betenden Mönchen und einer, ja, wahrscheinlich einer toten Gestalt, vielleicht schon einer sehr alten Gestalt. Es sieht aus wie ein religiöser Altar, auf dem ein mumifizierter Körper sitzt mit einem bizarren Plagger-Mutanten, der dem aus dem Kopf sprießt. Das erinnert mich irgendwie sehr stark an eine Szene aus dem Horrorfilm The Empty Man. Ein Film, der, finde ich, ziemlich cool losgeht, aber mich dann irgendwie leider verliert. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall sieht man hier, dass hier dieser religiöse Kult, ne, dieser Kultfaktor irgendwie, wie schon in früheren Trailern erahnt, sehr viel höher gedreht ist, als das im Original war. Da waren es einfach nur komische Leute mit Kapuzen, die Cerebro, Cerebro vor sich hin beten. Und jetzt haben wir hier wirklich kultische Verehrung und solche Sachen. So, hier sehen wir zum ersten Mal im Remake den Stachelpit, die Stachelfalle. Leon gerät ja im Original in eine Falle von Salazar, kann sich gerade noch mit seinem Greifhaken retten und landet dann hier unten in dieser Grube und darauf, auf diese Grube, folgt ja der Bosskampf mit Salazars Leibwächter. Ja, den Leibwächterkampf sehen wir hier leider noch nicht, aber immerhin schon mal die Stachelgrube. Und überhaupt, genauso wie hier schon in der Stachelgrube, sehen wir auch in kommenden Szenen noch sehr schön, dass das Resident Evil 4 Remake teilweise sehr viel näher am Original ist, als ich dachte, gleichzeitig aber auch sehr viel, sehr stark erweitert und verändert hat. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie das im fertigen Spiel alles abläuft. Aber ja, hier sehen wir einen neuen Gegner, zumindest eine Kombination von zwei alten Gegnern, die es so im Original nicht gab. Wir sehen hier einen Plagger der dritten Entwicklungsstufe, der sich quasi extern an einen Ganados heftet und dadurch wird dieser super schnell und bewegt sich anders. Fast so ein bisschen wie die Twitcher aus Dead Space. Also hier haben wir anscheinend eine neue Gegnervariation, die überaus schnell ist und überaus unkontrolliert sich bewegt und deswegen auch schwer zu treffen ist. Außer vielleicht mit der Shotgun, die hier geeignet erscheint. Und ja, diesen Gegner hatten wir so in den vorherigen Teilen nicht. Das finde ich ziemlich interessant und ziemlich cool. Erinnert mich ein kleines bisschen an die NE-Alpha-Parasit-Zombies aus dem Resident Evil 3 Remake, die ja auch neue Gegner waren. So, als nächstes sehen wir die Szene aus dem Anfang nochmal, die erste Szene im Trailer. Wir sehen hier den Altar nochmal näher und jetzt, wo ich mir das angucke, sieht das nicht aus wie der Thron von Settler. Also vergesst das. Wir sehen hier allerdings wieder zwei Gestalten, die wir schon mal in einem vorherigen Trailer gesehen haben. Zwei in
weiße Kleider gehüllte. Ich finde, sie sehen ein bisschen weiblich aus, eher weiblich gelesene Figuren, würde ich sagen, die scheinbar Saddler begleiten. Saddlers Leibgarde, wer weiß, auf jeden Fall vermutlich vielleicht auch ein neuer Gegnertyp. Ich habe in einem früheren Trailer schon mal aufgezeigt, dass es sich bei einer weiblichen Figur, die wir in einer Szene, in einem Ritual sehen, nicht um Ashley handelt, sondern um eine andere junge blonde Frau mit ähnlicher Kleidung. Vielleicht sind das hier ja quasi so ein bisschen die Ashley-Prototypen, das, was Ashley auch werden sollte, wenn ihre Umwandlung abgeschlossen ist. Und hier dürfen wir nochmal einen schönen Blick auf Saddlers neues Design werfen. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon. Ich bin kein Fan von nicht kapuzentragendem Saddler und seiner komischen Geschwulststirn. Das ist natürlich Geschmackssache, aber das ist jetzt, würde ich sagen, das erste neue Design, das mir nicht gefällt. Wobei ich sagen muss, ich bin auch kein Fan vom Original Saddler. Ich finde, der ist ein sehr schwacher Antagonist, sowohl im Design als auch im Verhalten und so weiter. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass der signifikant schlechter ist oder so als der Original Saddler, aber gefällt mir persönlich einfach nicht. So, in der nächsten Szene sehen wir dann, wie Ashley Leon das Messer abnimmt und offensichtlich, so wirkt es zumindest, mit Saddlers Stimme spricht. Davor betont Saddler auch, wie alle miteinander verbunden sind. Also hier dürfte quasi so dieser Hive-Mind, dieses kollektive Bewusstsein und die direkte Steuerung, die von Saddler ausgeht, vom Kontrollplugger ausgeht, viel mehr in Szene gesetzt sein als im Original. So, als nächstes sehen wir die Aufzugszene, wenn es eine Stelle in dem Spiel gab, die ich nicht gebraucht hätte im Remake, ist es die Aufzugszene, um Gottes Willen. Nein, ich finde es tatsächlich sehr cool, dass auch die drin ist. Es wirkt wirklich so, wenn man sich anguckt, wenn man sich die ganzen Szenen im Spiel anguckt, als hätten die tatsächlich versucht, alle Szenen irgendwie neu zu interpretieren, neu einzubauen. Und hier sehen wir eben die Aufzugsszene. Wir sehen auch ein neues Gegnerdesign, denn wir haben hier auch Mönchsgegner, die ihre Kutten nur bis zur Hüfte tragen und am ganzen Körper mit seltsamen Schriftzeichen tätowiert sind. Wir haben ja auch zwei verschiedene Gegnertypen mit zwei verschiedenen Tattoo-Arten. Also hier dürfen wir wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Variation rechnen als immer nur diese gleichen kapuzentragenden Gegner wie im Original. Das finde ich schon ziemlich cool. Und hier sehen wir nochmal einen Konter mit Roundhouse Kick. Hier nochmal eine Szene aus dem Schloss in einem neuen Raum oder einem Raum, der mir zumindest nicht bekannt vorkommt. Wir sehen hier zum ersten Mal auch die zweite Stufe der Ganados. Also nicht nur die mit den Sicheln, sondern auch die mit dem Maul, die einem im Original One-Hit killen können. In der Szene sehen wir im Hintergrund außerdem eine Schatzkiste, die wir auch aus dem Original schon kennen. Und wir sehen hier auch einen Konter. Also auch diese One-Hit-Kill-Gegner, ähnlich wie den Kettensägen-Kerl Dr. Salvatore, kann man jetzt mit dem Messer eben kontern und somit den Tod verhindern. Als nächstes dürfen wir einen schönen Blick auf die Katapult-Kanonen-Szene werfen. Eine der ersten Szenen im Schloss. Auch die hat es ziemlich originalgetreu offensichtlich ins Spiel geschafft. Überall schießen Katapulte, man muss die Kanone ausrichten. Neu ist allerdings, dass wir hier jetzt auch blaue Medaillons sehen. Das ist ja etwas, das sich schon aus einem vorherigen Entwicklerinterview ergeben hat. Dort war ja schon die Information zu hören, dass die blauen Medaillen erweitert wurden und man sammelt jetzt nicht mehr wie im Original einmal 15 Stück und kriegt dann eine einmalige Belohnung, sondern es handelt sich jetzt hier um Sidequests, die man vom Händler kriegt, die übers ganze Spiel verteilt sind. Und es gibt immer wieder eine Handvoll Medaillen pro Gebiet zu zerstören. So, dann sehen wir Louis nochmal, der offensichtlich im Remake eine sehr viel größere Rolle spielen wird und ein richtiger Sidekick wird. Es wirkt fast jetzt nach diesem Trailer so, als wäre neben Ashley auch Louis ein Begleiter, der einem immer wieder mal in bestimmten Passagen begleitet. Das halte ich für eine gute Entscheidung, diesen Charakter ein bisschen mehr Screentime zu geben und mehr Bindung zu erschaffen, denn im Original, war der nicht so lange da und dann war er wieder weg.
Und wir sehen hier natürlich auch den Kampf gegen die beiden L-Gigante gleichzeitig. Wir sehen sogar am Boden das große Gitter, das man bestimmt wieder irgendwie öffnen kann, um die Einte zu schmelzen, in die Lava zu senden. Und Louis begleitet einem eben jetzt in diesem Bosskampf gegen die beiden. Das ist schon ziemlich cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass die beiden ein neues Design erhalten haben. Ich mochte das, dass die im Original so ein bisschen die Village People waren und aussahen wie zwei kleine Kinder, die gerade zum Fasching gehen. Aber ich verstehe schon, warum die das ein bisschen abgeändert haben. Naja, wir sehen hier auch zum ersten Mal übrigens echtes Gameplay. Wir kennen ja die L-Gigante bisher nur aus einer kurzen Cutscene aus dem ersten Trailer. Wir sehen, wie die so ein bisschen auf Schüsse reagieren. Es ist nicht besonders viel zu sehen. Interessant ist, dass hier auch der Ganados aus dem Rücken des L-Gigante ragt, ohne dass er zu Boden geht. Also man kann den wahrscheinlich schon früher direkt angreifen. Und man sieht, dass die sehr viel muskulöser und bulliger geworden sind. Bin ich jetzt persönlich auch kein so großer Fan davon, aber das ist schon voll in Ordnung, finde ich. Gut, als nächstes sehen wir die eine der beiden Bella Sisters. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob es sich hier wirklich um die Stelle handelt, in der man im Original gegen die beiden Bella Sisters gleichzeitig kämpft, sieht für mich ehrlich gesagt eher nicht so aus, aber kann man nicht sagen. Auf jeden Fall ist auch hier Louis mit dabei und tritt die Bella Sister um. Und dann haben wir als nächstes den nächsten wichtigen, beliebten Resident Evil 4 NPC, der sein Comeback jetzt feiert im Remake, nämlich Krauser, der natürlich auch wieder dabei ist, was alle Gerüchte über das Remake, die noch im Umlauf waren, quasi für nichtig erklärt, denn all diese Gerüchte haben sich immer wieder darauf berufen, dass Krauser gestrichen wurde. Aber die waren sowieso von Anfang an nicht sehr glaubwürdig. Gut, dann haben wir eine Kampfszene, in der sich Leon gegen mehrere Ganados mit Mönchskutten zur Wehr setzen muss. Wir sehen hier auch zum ersten Mal die Gegner mit Schild und Morgenstern wieder. Wir sehen die Gegner mit Sensen. Der im Hintergrund hat irgendwie so ein weißes Band um die Hüfte, ne? Das sieht ein bisschen so aus, als wäre der ein hochrangigerer, wie im Original die Rotgekleideten. Und hier sehen wir auch ganz kurz den Waffenauswahlscreen. Hier haben wir alle Waffen, also die meisten Waffen kennen wir schon aus vorherigen Spielszenen. Nur dass wir hier jetzt, glaube ich, eine neuere Shotgun haben, die Riot Shotgun wahrscheinlich, und das darüber könnte vielleicht die Broken Butterfly sein oder irgendein anderer Magnum Revolver. Wir sehen hier leider nicht mehr genau, wie die Waffe abgefeuert wurde, aber wenn die Szene losgeht, hat Leon die neue Armbrust in der Hand, die wir noch nie wirklich in Action gesehen haben, und dieser kleine rote Punkt am Boden ist wahrscheinlich eine Mine, die Leon da gerade platziert hat, als er jetzt zur Pistole wechselt, und dann sehen wir nämlich die Mine auch noch kurz explodieren, bevor es dann zur nächsten Szene geht, in der wir einen Mönch sehen, einen Mönchs-Ganados mit der goldenen Totenkopfmaske, die wir schon aus dem Original kennen, wie er Ashley wirkt, statt sie wegzutragen. Das ist eine neue Animation definitiv. Und wir sehen natürlich zum ersten Mal auch wieder den schönen, alten, guten Suplex. Auch der ist im Spiel. Und als nächstes, ohne Witz, Leute, ich habe vor kurzem Resident Evil 4 wieder durchgespielt, mehrfach am Stück. Und als ich in der Ashley-Szene war, in der Ashley-Passage, habe ich einen Tweet gemacht und habe geschrieben, sowas von wegen so, um Gottes Willen, hoffentlich bauen die nicht eine unsterbliche Ritterrüstung ein, die Ashley die ganze Zeit verfolgt, während man mit ihr schutzlos durch die Gänge schleichen muss. Und was sehe ich in diesem Trailer? Eine unsterbliche Ritterrüstung, die durch die Gänge schleicht, während Ashley durch die Gänge schleicht oder was auch immer. Auf jeden Fall ich glaube, das Spiel war eigentlich schon fertig. Die waren eigentlich schon, ne, es war eigentlich schon erledigt, bereit zur Auslieferung, vielleicht noch ein bisschen Bugfixing. Und dann haben die meinen Tweet gesehen und haben sich gedacht, ach, das klingt gut, das machen wir jetzt, nur um den Landsquid zu ärgern. Und haben noch schnell einen unsterblichen Ritter in die Passage gepackt. Wetten? Auf jeden Fall sehen wir hier eben genau das.
Ashley mit einer Lampe, die durch die Dunkelheit schleicht, und hinterm Regal einen Ritter mit Schwert, mit Ritterrüstung, und am Halt sieht man so ein bisschen die Las Plaga-Tentakel herausquillen. Ja, yep, danke schön, Capcom. Gut, hier sehen wir wahrscheinlich den, einen der schwierigsten Räume in Resident Evil 4 Original, wenn es denn wirklich der Raum ist. Aber es sieht schon ein bisschen so aus. Wir sehen hier die Wasserbecken und die Treppen, die nach unten führen. In den Wasserbecken scheinen jetzt irgendwelche seltsamen öligen Fontänen zu sein. Ich schätze mal, das ist nur Show. Und wir sehen zwei Gegner, die sich nähern. Einer mit Beil, einer mit Sichel. Was wir hier sehen, ist Ausweichfunktion. Man kann den Sicheln, die auf einen zufliegen, jetzt auch einfach durch Ducken ausweichen. Und gleich darauf sehen wir die Stelle, in der tatsächlich Ashley Kurbeln bewegen muss. Die Kurbeln wurden jetzt ausgetauscht durch irgendwelche Räder, aber im Endeffekt genau die gleiche Passage. Und wir müssen sie beschützen, wir müssen snipen. Also selbst die Szene ist im Spiel. Also und so originalgetreu. Es ist so nah am Original. Es ist unglaublich. Man erkennt die Räume wieder. Die Architektur ist teilweise dieselbe. Das liebe ich sehr. Bin ich ein großer Fan. Bin sehr gespannt, wie das dann im fertigen Spiel abläuft und wie viel Original Resident Evil im Remake steckt. So, als nächstes haben wir wieder Luis, der, finde ich, in dem Trailer jetzt sehr viel sympathischer wirkt. Nicht mehr so sleazy, ne, so hinterhältig, so vertrauensunwürdig wie in den vorherigen Trailern, sondern jetzt sehen wir ihn zum ersten Mal in der Rolle als Held, als Koop-Heldenpartner, der lustige Sprüche reißt und der sagt, so, jetzt retten wir die Prinzessin und so weiter. Ein charismatischer Sidekick ist er jetzt. Und dann kommt auch noch Mike. Also hier werden jetzt die NPCs gedroppt ohne Ende in diesem Trailer. Mike, der Hubschrauber, ist wieder mit dabei und wir dürfen unseren ersten Blick auf das Inselsegment werfen und zwar auch gleich auf die krasse Hubschrauber-Belagerungsszene. Wir sehen neue Gegner, Ganados mit Gasmasken, wir sehen einen Ganados an der Gatling und ein Stufe 1 Ganados-Sichelkopf platzt aus einem Ganados raus. Man sieht auch ganz kurz die Stromkeule eines Ganados aufleuchten. Also wir haben wirklich wieder alle Gegnervarianten oder zumindest die Bewaffnung und auch das Design aus dem Original. Und es ist ziemlich crazy. Und das nächste, was auch ziemlich crazy ist, ist die nächste Szene, denn hier haben wir die Minenfahrt aus dem Original. Aber die wurde im Vergleich zu vielen anderen Szenen, die man wirklich teilweise 1:1 wiedererkennen kann, scheinbar sehr stark überarbeitet. Hier ist jetzt Luis auch wieder mit dabei und wir bewegen uns über mehrgleisige Minen-Dinger. Es ist total bescheuert, over the top, unrealistisch und ich liebe es total. Wir sehen hier einen Kettensägen-Heini, Dr. Salvador in einem der Minencarts. Die anderen Ganados haben Armbrüste, etwas, das es ja eigentlich im Dorfbereich überhaupt noch nicht gibt. Oder gibt es Dorfgegner im Original mit Armbrust? Ich meine nicht, ne? Ich habe es jetzt vor kurzem erst mehrfach am Stück durchgespielt. Ich meine, es gibt nie einen Dorfgegner im Original mit Armbrust. Hier haben sie jetzt Armbrüste, was ja irgendwie auch voll Sinn macht, auch wenn es, glaube ich, super nervig sein könnte. Naja, auf jeden Fall mehrgleisig, ne? Es ist Action, es ist crazy. Da haben sie was überarbeitet, was voll okay und cool ist. Ich bin nur froh, dass die Szene drin ist. So, hier sehen wir nochmal eine sehr weirde, riesige Geschwulst, die so ein bisschen aussieht, als wären da mehrere Platten übereinander, wie so Rinden, Baumpilze oder sowas, ne? Und unten hängen einige Tentakel aus leuchtenden Kügelchen, maulartigen Öffnungen. Wenn das ein Bosskampf wird, neuer, dann weiß ich schon, worauf ich schießen werde als erstes. Aber es könnte sich hier vielleicht auch tatsächlich um die Plaga-Königin handeln. Vielleicht wurde der Plaga-Königinnen-Raum verändert, vielleicht auch der Bosskampf. Wer weiß, ob Salazar noch mit dem Wesen fusioniert. Vielleicht handelt es sich hier auch um ein vollkommen neues Geschöpf. Es könnte vielleicht auch der
Insektenreif sein, aber es ist super schwer zu sagen. Das Design ist jedenfalls komplett neu. Worum es sich genau handelt, wer weiß. So, und dann dürfen wir auch noch einen Blick auf den Garador werfen. Auch der ist im Spiel und es ist im Grunde genau wie im Original. Es wird wieder super cool und glorios und schrecklich. In einer Szene können wir auch kurz den Ganados, die Ganados geschwulst auf seinem Rücken sehen. Ich freue mich echt drauf. Na gut, hier sehen wir Ashley und Leon nochmal wahrscheinlich im Laborbereich. Hier sehen wir den Krauser-Messer-Kampf und diesmal nicht als Quicktime-Event wie im Original. Habe ich damals in der Original-GameCube-Version immer gehasst, weil ich mir sehr sicher bin, dass der entschärft wurde in den Neuauflagen. Ich glaube, der Resident Evil 4-Messer... Also entweder habe ich mich damals auf dem GameCube wirklich super dumm angestellt oder der Messerkampf in der PlayStation 4-Version ist stark entschärft, was die Tastenkombination angeht. So oder so, im Remake wird es keine Tastenkombination zu drücken geben, sondern der Kampf läuft tatsächlich in Echtzeit ab. Man muss selber kontern und ausweichen und Krauser ist crazy. Finde ich gut. Und die Szene hier mit Krauser könnte wirklich 1:1 aus dem Original sein. Ne? Genau die gibt's. Und hier sehen wir tatsächlich die Taste schnell drücken, damit man sich befreien kann. Das ist Geschichte. Also in der Form gibt es noch die Quicktime-Events, wie ja auch schon in einem Interview gesagt wurde, dass die meisten entfernt wurden. Aber ein bisschen was ist noch drin. So, hier sehen wir eine Szene auf Bernstein und in diesem Bernstein eingefrorene Plugger. Also, wir kennen ja die Original, in der Originalstory von Resident Evil 4 ist es ja auch so, dass die Plugger im Grunde in der Mine ausgegraben werden. Da war es aber immer eher so, dass da so versteinerte Überreste ausgegraben wurden und so weiter. Und scheinbar ist das Remake jetzt einfach Jurassic Park. Es ist einfach Jurassic Park mit Riesenparasiten. Na gut. So, hier sehen wir noch ein paar Leute, unter anderem Ada. Und wir dürfen auch zum ersten Mal einen Blick auf einen Navistador werfen. Die riesigen, nervigen Insekten sind zurück. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt beim Wiederdurchspielen vom Original zum ersten Mal so richtig gemerkt. Mir war schon immer ein bisschen klar, aber jetzt habe ich mal so richtig drauf geachtet, dass es tatsächlich drei verschiedene Varianten der Navistador in Resident Evil 4 gibt. Die sehen alle gleich aus, aber ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten unterscheiden sich stark. Es gibt nur in dem kurzen Abschnitt in der Kanalisation die Navistador, die sich unsichtbar machen können. Die kommen sonst nie wieder vor. Und ansonsten trifft man immer eine Mischung, also Gegnergruppen aus fliegenden Navistador, die aber auf einen Schuss sterben, die nichts aushalten, und welchen, die auf dem Boden laufen, die dafür aber sehr viel zäher sind. Also tatsächlich vom Verhalten her drei verschiedene Kreaturen. Bin ich gespannt, wie die im Remake umgesetzt sind. Auf jeden Fall gibt es sie offensichtlich wieder. Und dann dürfen wir nochmal einen Blick auf das Labor werfen, in dem wahrscheinlich dann die Plugger entfernt werden. Ich finde interessant, dass Leon hier sagt, this time it has to be different. Das könnte sich einfach nur darauf beziehen, dass hier, wie auch schon mal in einem vergangenen Interview erwähnt wurde, der Bezug zu Resident Evil 2 stärker sein wird und Leon drunter leidet, was im zweiten Teil passiert ist und jetzt will er alle retten. Aber es könnte auch so ein kleiner Hinweis sein, dass irgendetwas anderes läuft mit Ashley und dass irgendetwas anders läuft mit der Entfernung des Plugger von Ashley, dass er das ausgerechnet in der Szene sagt, in der Ashley in das Labor trägt, wo der Plugger entfernt wird. Vielleicht ein kleines Easter Egg, ein kleiner Hinweis für uns auch, so von wegen so, na, erwartet nicht, dass alles wie im Original passiert. Ob Ashley vielleicht sogar stirbt. Ob sie es nicht überlebt, ob sie zu einem Bosskampf wird, halte ich für unwahrscheinlich, aber möglich. Ja, Resident Evil 4, aber das war's noch nicht, Leute. Haltet euch fest, The Mercenaries ist bestätigt. Der Söldner-Modus ist also im Spiel mit drin. Über die Ada Wong DLCs bisher noch kein Wort.
Ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich als DLCs nachgereicht werden. Also DLCs stimmen ja im Original nicht so wirklich, ne? Das waren ja eher Bonuskapitel, die je nach Version, die man gekauft hat, drin waren oder nicht. Aber The Mercenaries ist auf jeden Fall bestätigt. Finde ich schon mal sehr schön. Und außerdem ist auch eine Special Demo angekündigt, die bald kommen soll. Also wahrscheinlich müssen wir jetzt wirklich nicht mehr lange warten, bis wir endlich selber mal Hand anlegen dürfen und selber mal Resident Evil 4 Remake spielen dürfen. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, das zum ersten Mal wirklich auch in der Hand zu haben, den Controller und wirklich das Spiel zu spielen, weil nach allem, was ich gesehen habe, bin ich sehr hoffnungsvoll, was dieses Remake angeht. Capcom macht offensichtlich wirklich ernst, was dieses Remake angeht. Sie haben sehr vieles Szenen wirklich 1:1 aus dem Original übernommen, was ich großartig finde. Viele andere Szenen wurden überarbeitet und erweitert, was ich auch sehr cool finde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das alles wirklich ein sehr cooler Ritt wird und ein sehr cooles Remake wird. Das Einzige, was sich mir jetzt noch, die einzige Frage, die noch offen ist, die mir noch wichtig ist, ist, wie spielt sich das Ganze? Kann es nämlich nicht nur den Look und das Feeling und die Gegner und die Waffen bla bla bla, sondern auch das Spielgefühl des Originals einfangen? Denn das ist letztendlich, was das Original so großartig gemacht hat. Wie wird es sich anfühlen, die Waffen zu benutzen? Wie fühlt es sich an, mit der Welt zu interagieren? Wie reagieren die Gegner auf die Waffen und so weiter? Das sind alles super wichtige Fragen und das muss man letztendlich sehen, wenn man den Controller in der Hand hat. Das kann man aus Trailern sehr schwer ablesen. Dass es sich anders anfühlen wird als das Original, ist ziemlich klar. Schon alleine, weil die Panzersteuerung rausgeflogen ist, weil es keinen Laserpointer mehr gibt oder zumindest nur noch optional und wahrscheinlich leider auch nicht für alle Waffen und so weiter und so fort. Aber wird es sich gut anfühlen? Das ist die große Frage und die werden wir bald wahrscheinlich für uns alle selbst beantworten können. Wenn es soweit ist, erfahrt es definitiv hier. Dann werde ich euch auch natürlich mein Gameplay präsentieren und zerlegen und ganz viel drüber reden. Aber für heute machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ für euch. Wie steht ihr zu den neuen Infos aus dem Resident Evil 4 Remake? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an alle meine Patreons und alle Unterstützenden da draußen, die den Kanal auf welche Art auch immer supporten oder über welche Plattform auch immer, ob eben auf Patreon oder hier direkt auf YouTube über die YouTube-Mitgliedschaft, über die Kanalmitgliedschaft. Danke an euch. Ihr seid ein ganz wichtiges Fundament, ein ganz wichtiger Pfeiler für diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und mögen die Tentakel der Tiefe nicht aus euren Köpfen platzen. Ciao, macht's gut.